Wir sind hier auf dem Marktplatz in Leonberg. Wir haben das Thema Tschernobyl, Umwelt. Und wie ihr seht, um die Zeit ist noch was los. Wir fragen ein paar Passanten. Denn in Weißrussland ist der Informationsstand zu Tschernobyl immer noch auf dem Stand von 1986. Deswegen möchten wir wissen, und das interessiert auch die weißrussische Seite, was wissen Deutsche, was denken Deutsche zum Thema Tschernobyl? Was fällt Ihnen zu Tschernobyl ein? Oh, zu Tschernobyl, da fällt mir sehr viel ein. Ich weiß, dass viele Leute denken, das sei alles vorüber und sei längst vorbei, aber die Radioaktivität hat ja so lange Laufzeiten, dass es überhaupt nicht vorbei ist. Man hört sogar, dass die Krankheiten sogar noch zunehmen jetzt, dass kaum mehr Kinder gesund geboren werden. Also das bedrückt mich schon. Ich glaube, ich war damals noch ziemlich klein und was mir halt großartig zu einfällt, weil einfach nur, dass ziemlich viele Leute draufgegangen sind und dass es immer noch auf jeden Fall aktuell ist, insofern von den Folgeschäden, würde ich mal sagen. Und dass es auch bis hierher kam, beziehungsweise durch den Regen und dass man manche Sachen nicht essen durfte und so weiter. Das ist jetzt so das Erste, was mir einfällt. Ich glaube, ich trinken, als ich klein war. Und war irgendwie eine Hektik, das weiß ich noch von meiner Mutterseite aus, was mich angeht und was jetzt passiert. Aber ich glaube, mehr weiß ich gar nicht mehr. Na, das war halt eine ziemliche Katastrophe vor vielen Jahren. Und von der ich meine, dass die Auswirkungen noch weiter zu spüren sind. Auch in zukünftiger Zeit, zukünftigen Generationen. Wie sehen Sie, denken Sie, dass heute dieses Thema noch etwas Aktuelles noch hat? Oder wäre es abgeschlossen? Die radioaktive Verseuchung, die dauert Jahre. Nicht Jahre, sondern Jahrzehnte, Jahrhunderte, bis es komplett weg ist. Excuse me, where are you from? America. Oh yeah, okay. There you haven't any effects of Chernobyl in this country? I don't know. I'd rather not be part of this. So, ich habe heute erfahren, dass ein Friedensnobelpreisträger der Leiter der internationalen Atomkraftbehörde bekommt. Und ich war also doch sehr erstaunt, weil er kämpft zwar gegen gegen Atombomben, gegen Waffen, aber er protestiert und er ist im Gegensatz dazu oder komischerweise sehr dafür, dass die friedliche Nutzung der Atomenergie ausgebaut wird und behauptet, das sei umweltfreundlich und alles Mögliche. Und er behauptet ja immer noch, durch Tschernobyl seien nur 30 Tote zu beklagen und noch ein paar, die Leukämie hätten. Aber also, dass der einen Nobelpreis kriegt, finde ich also schon etwas merkwürdig. In der Jugend ist mir dann bloß aufgefallen, dass das halt die Folgen davon jetzt, also die politischen Folgen, wie jetzt mit Atomenergie umgegangen wird, so die ganze Diskussion, ob noch irgendwelche Kraftwerke stehen bleiben sollen, die mit Atomenergie arbeiten. Auch diese, die Nutzung für die Atomenergie jetzt auch für Kriegszwecke und sowas, dann ist dadurch halt ziemlich vorangekommen. Also jetzt der kritische Umgang damit. Also das ist eigentlich das, was mich am meisten damit berührt, mit der Sache.